Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Live the Life. Heute haben wir die Partie der Prince George Cougars gegen die Kootenai Ice. Im letzten Spiel hat es leider nicht funktioniert. Niederlage Nummer 2 für unser Team in dieser Woche. Gegen die Kelowna Rockets, dem absoluten Team momentan der CHL, der Canadian Hockey League. Mit 79 Punkten, 11 Punkte vor uns und wir sind Erster in der Eastern Conference. Also da sieht man schon die Unterschiede East gegen West. Wir haben momentan keine Schnitte und das war das erste Spiel der Western Conference gegen die Eastern Conference, zumindest in dieser Road. Wir haben 3 Spiele in Folge gegen Mannschaften aus der Western Conference, heute gegen die Prince George Cougars. Und da kennen wir uns noch aus, nämlich in Part 100 war so ziemlich der Rage-Mode angeschaltet von mir. Und heute wollen wir es besser machen in Prince George, in British Columbia. Und ich hoffe, dass auch er wieder trifft. Seit 2 Spielen ohne Punkt. Und auch seit 2 Spielen ohne Tore, die Kootenai Ice. Und das ist ganz schön bitter. 0-1 und 0-2 hießen die Ergebnisse der letzten beiden Spiele. Und heute soll es wieder klappen gegen den Erzfeind, die Prince George Cougar. Ich habe die ja mittlerweile als Erzfeind ausgelobt, denn das, was die immer machen, das ist der absolute Wahnsinn. Ich hasse dieses Team, genauso wie die Moose Jaw Warriors. Oh, Strafe angezeigt gegen die Kootenai Ice. Fängt nicht gut an, gleich mal 2 Minuten. Gegen Petretti, gegen die Nummer 87. Hier sehen wir es, harter Check, zack. Haut er den einfach mal um und es müsste Behinderung sein, so ist es. Pat Pedretti. Und Unterzahl Gastmannschaft. So, wir sitzen natürlich wieder auf der Bank. Die Prince George Cougars, Rang 21. Was die Powerplay-Statistiken betrifft. Man hat es kurz gesehen. Und wir hoffen, dass das so bleibt, dass sie ihre Statistik hier nicht verbessern. Ich habe keinen Bock auf eine nächste Niederlage jetzt. Das wäre schon wieder richtig, richtig übel. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, noch 20 Spiele. Dann sind wir durch mit dieser Saison. Also keine 3 Wochen mehr. Dann sind wir am Ende der zweiten Saison. Und das Ende Januar oder Anfang Februar. Das ist schon krass. Im September kam das Spiel raus. Und wir haben dann schon 2 komplette Saisons abgeschlossen. A 72 Spiele. Plus 7 Spiele Playoff, plus ein Spiel der Draft. Macht also 144 plus 1 sind 145, plus 7 sind 152. Das ist die letzte Folge in dieser Saison. Danach geht es dann wieder in die Playoffs und dann hoffentlich dauerhaft zu den Anaheim Ducks. Ich habe es ja gesagt, eine Saison werde ich auf jeden Fall da verbringen bei den Anaheim Ducks. Um dann vielleicht den Draft den Trade anzustreben. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir die Saison fertig spielen. Erstmal müssen wir uns in den nächsten Spielen bei den Anaheim Ducks beweisen, um nicht nochmal eine Saison im Trikot der Kootenai Ice auflaufen zu müssen. Da hätte ich, glaube ich, wirklich nicht mehr viel Bock drauf. Ich würde es machen, weil ich gesagt habe, das Let's Play, das läuft bis September, weil das einzige Eishockey-Let's Play ist, was da noch läuft. Die nächste Strafe angezeigt, das ist natürlich geil. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Reißt euch mal zusammen jetzt. Richardson, der Nächste, der draußen ist. Auch er wieder über die Stränge geschlagen, 2 Minuten in Behinderung. Aber unsere DEL, die findet bald ein Ende. Dieses Wochenende Spieltag 41 und Spieltag 42. Dann sind es nur noch 10, auch dann starten die Playoffs. Der DEL, die NHL, ja, die fährt mit rasanter Geschwindigkeit ebenfalls in Richtung Playoffs. Da sind wir auch schon über 50 Spieltage von 82. Ja, und spätestens im April, Mai sind dann die anderen Let's Plays beendet. NHL, DEL ist dann vorbei. Da kommt dann erst die nächste Saison wieder im September, Oktober. Und da ist die Führung. Super! Prince George mit der 1-0-Führung. Und dementsprechend wird Live the Life durchlaufen bis NHL 15.
Also wir brauchen ungefähr 2 Monate. Im Moment 70, ja. Das sind 2 Monate, das sind 60, 61 Tage plus 72, nochmal 11. Also ungefähr 2,5 Monate braucht man für eine Saison. Und wir sind Mitte Februar fertig, April, Mai. Dann sind wir März, April. Ende April sind wir dann fertig mit der dritten. Und dann können wir auf jeden Fall noch eine machen. Und da sind wir schon im vierten Jahr. Also 4, 5 Jahre kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das ist schon krass. 5 Jahre Lift Alive in einem reellen Jahr. Das ist schon, da kann man sich nicht beschweren, glaube ich. Sehr gut. 7 Minuten noch im ersten Drittel. Jetzt komm vorbei, rüber und rein. Oh, Shirley, Mann. Dann ich. Ah, nein. Entweder dann ich oder dann nicht. Scheiße, Alter, das gibt's doch nicht. Piccadilly Circus. Fazi. Oh, da hätte es gut eine Strafe geben können. So, ich muss raus. 3 Minuten noch. Abseits. Aber das kann doch nicht schon wieder sein. Ich will jetzt erstens mal wieder ein Tor von unserer Mannschaft sehen. Haben wir die letzten beiden Spiele nicht gesehen. Und weiterhin hätte ich gerne selber mal wieder einen Sieg. Das ist so ein bisschen das, was mich wieder seit 2 Spielen ein bisschen so... Oh Gott, nicht schon wieder so ein Loch. Sehr gut, Dejeno. Aber noch haben wir 2 Drittel zu spielen. Da ist noch gar nichts verloren. Lieber ein früher Treffer als ein später Treffer, denn der würde uns etwas mehr aus dem Konzept bringen, wenn es dann hier nur noch 7, 8 Minuten zu spielen wäre im letzten Drittel und dann käme erst der Treffer. Das wäre deutlich schlimmer. Konzentrieren wir uns jetzt voll und ganz auf den Mittelabschnitt. Auf geht's. 0-1, nichts ist verloren. Aber rein gar nichts. Sehr gut, Pretty. Oh, oh, oh. Komm, fahr durch. Komm jetzt! Oh. Hau ab, du Pisser, Mann. Lass mich in Frieden. Kommst du auch noch angepisst, oder was? Ich kann auch mal richtig auf die Fresse hauen! 326 Checks von den Anaheim Ducks. Da sehen wir es schon. Sind nur ausgeliehen. An die Kutiner Eis. Nicht mehr lange, Freunde. Nicht mehr lange. Nightingale. McNulty. Sehr gut dazwischen gegangen. Wo ist die Scheibe? Hä? Achtung, Achtung! Ja, jetzt sagt er, ich soll hingehen. Wahnsinn, echt. Entscheid dich mal, Alter. Hei, hei, hei. Komm jetzt. Sehr schön, lässt ihn aussteigen. Oh! Und schon wieder der Pfosten. Das gibt's doch nicht. Immer wieder Pfosten. Aber er will nicht rein. Und er muss rein. Anders bringt's hier nichts. Und ich muss raus. By the way. Komm jetzt, es gibt es nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Habe ich wieder irgendwelche Krätze an den Fingern oder was? Oh Mann. Oh Mann. Und da sehen wir es wieder einmal mehr. Der Pfosten. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben noch fast 1/2 Stunde zu spielen. Zumindest hier Eiszeit technisch. Ja, 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 komm. Da bleibt keiner, da geht keiner dran, ne? Scheibe zwar abgefälscht, aber warum soll ich sie holen? Ist doch nicht mein Job. Sehr gut. Wenigstens einer, der macht. Ja, 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 ja. Ja, 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 yes, Mann, 1-1. Und wenn schon nicht selber, dann wenigstens vorbereitet. Shirley mit dem Treffer. Colin Shirley, Tor Nummer 10. Die RBS-Reihe hat wieder zugeschlagen. Reinhard, Blattmann und Shirley. Schön nimmt er hier dem Saroni die Scheibe kurz vorher von der Kelle. Bitter für den Keeper. Umso besser für unser Team. Ausgleich. Und so muss es jetzt weiterlaufen, Freunde. Der Trainer schlagartig zufrieden mit unserem Spiel.
Immer so. Ja, du spielst scheiße. Zack, Tor. Oh, du spielst gut. Und 4 Minuten jetzt noch zu spielen. Im Mittelabschnitt. Fontaine wird von 2 Spielern in die Zange genommen. Stapleton probiert's einfach mal. Warum nicht? Verlieren kann man nichts. Einfach drauf da vorne. Nur so wird's was. Mit Punkten. So, komm jetzt. Nur keinen Blödsinn mehr machen, denn wenn wir jetzt gleich wieder das 1:2 kassieren, das wäre natürlich nicht gut. Und die letzten 8 Sekunden dürfen wir jetzt wahrscheinlich nochmal rein. Können wir auf jeden Fall ein weiteres Gegentor verhindern. Wenn es denn klappt. Wow, 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 wow. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Umgenudelt. Skapski. Und Pause. 1:1 nach 40 Minuten. Und ich bin weiterhin gespannt, wie es hier vorwärts gehen wird für unser Team. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch den einen Treffer machen können. Ansonsten wird das hier wirklich krass, krass, krass. Denn es wäre mal wieder Zeit für einen Sieg. Einfach so für unser Team. Würde ich mir schon wünschen, ne? So, auf geht's. Komm, jawohl. So muss das. Man verliert die Scheibe, holt sie sich wieder. Und einfach drop. Oh, das gibt's doch nicht. Dranbleiben, dranbleiben. Pokiro. Und das letzte Drittel gegen die Cougars. Oh, 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 oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf geht's nach vorne. Reinhard hier. Das spielt er mir direkt wieder ab, der Vogel. Komm! Oh, wo ist der hingeflogen? Shirley. Jetzt! Nein! Tja, da kann er nichts machen. Da wird er von 2 Spielern in die Enge getrieben. Harrison, Doyle. Oh, Fehlpass. Komm jetzt, bring sie. Aber nicht so. Das ist natürlich nichts. Mann, Mann, Mann. Geh, Shirley. Und leg auf. Jawohl, jetzt aber. Oh, zu arg auf den Torhüter. 9 Minuten 17. Vor Ende dieses dritten Drittels. Und schon wieder steht es unentschieden. Es ist nicht mehr auszuhalten langsam, Freunde. Es kann doch nicht sein, dass hier überhaupt nichts geht. A+, 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 der Torhüter ist zufrieden. Aber wir führen nicht. Das wäre das, wo es noch drauf ankommt. So, 8 Minuten. Noch! Vorsichtig. Uiuiui, da wird's eng, da wird's eng. Und diesmal hat uns der Pfosten wieder gerettet. Man hat es vielleicht gehört. O'Connor auf Dejeuner. Komm. 5 Minuten noch. Reinhard kommt. Da müsste ich auch jeden Moment wieder kommen. Shirley dabei. Nur ich nicht. Schöner Schuss in die Fanghand des Torhüters. Auf geht's. Komm, 4 Minuten noch anstrengen. Ein Tor noch. Pokiro mit dem Bulli gewinnen. Ja, 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 ja. Was macht denn der? Boah, das gibt's nicht. 1 Minute. Komm jetzt. Boah, was ist das? Weißt du, wenn du anforderst, das spielt er nicht. Und wenn du nicht anforderst, dann bringt er dir die Kacke vors Tor. Mann. Ja, genau das meine ich. Siehst du, da forderst du an, da kriegst du die Scheibe nicht. Hier auch nicht. Warum denn auch nicht? Ich stehe doch nur alleine frei. Ach, das ist immer das Gleiche, echt. Tja. Nicht angefordert, die Scheibe kommt sofort auf die Kelle. Und dann forderst du an. Nö, nö, du doch nicht. Warum denn auch? Jetzt bloß aufpassen hinten, Freunde. Vorsicht.
Torwart, geh rein. Skapski macht keinen Müh. Scheibe raus. Sehr gut. Wand. Und Pedretti. Komm, yes, Mann! Da ist die Führung. 10,6 Sekunden vor Schluss. Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Spencer Wand nach Vorlage von Pedretti und Martin. Und das ist ganz, ganz übel wieder. Und wieder mal gegen eine Mannschaft aus der Western Conference, wie schon gegen die Everett Silvertips. Wird das hier zu einem Spießrutenlauf am Ende für die Mannschaft, die zuvor geführt hat. Absolut geil. Absolut geil, so muss das. Boah, was machst du? Komm jetzt! Oh, Saborni! Und das Spiel ist durch. 2:1 gewinnt Kutenai und beendet damit die Niederlagenserie. Zwei Niederlagen hat es gedauert, ehe wir wieder gewinnen können am heutigen Freitag. Und wir sehen uns selbstverständlich am Samstag wieder. Aber zuvor gucken wir uns noch die Tabelle an. Bis gleich. So, endlich wieder ein Sieg. 2:1, wenn auch knapp. Und morgen passend. Samstag. Das Spiel gegen die Victoria Royals. Und das letzte Spiel dieser Woche gegen die Regina Pets. Am Sonntag schauen wir auf die Tabelle. Kootenay mit 70 Zählern vor Prince Albert, vor Lethbridge, vor Madison Head, dahinter Calgary, Swift Current, jetzt schon auf 6. Dann die Red Deer Rebels auf 7, dahinter Brandon, Regina auf 9, Edmonton auf 10, Moose Jaw auf 11 und weiterhin schlussendlich Saskatoon. Unser nächster Gegner, die Victoria Royals, letzter der Western Conference, aber deshalb nicht weniger gefährlich, Freunde. Wenn euch der Part gefallen hat, würde mir ein Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.